Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Mystery Dungeon. Ja, zwei Issos, also nicht ein, zwei Issos, sondern ein Isso und dein Wohingenoss sind dann in unserem Haus. Und ihr wisst ja eigentlich, ich hasse die beiden seit Pokémon Pearl. Aber so ein bisschen verzeih ich denen jetzt schon. Denn sie haben uns eine geschälte Kastanie gegeben und wollen hier auch bei unserem Hausausbau helfen. Und die Mankeys eigentlich auch, aber die brauchen erstmal eine Kastanie, damit sie weiterarbeiten. Bedeutet, wir müssen eine Kastanie suchen. Im neuen Tumultwald. Hier kann man nämlich die Kastanien holen. Allerdings, ja, haben wir leider keinen Auftrag für diesen Dungeon. Und da wir keinen Auftrag haben, werde ich offscreen nach einer Kastanie suchen. Bedeutet, ich werde Kämpfe auch möglichst aus dem Weg gehen. Natürlich kann ich jetzt nicht jeden Kampf vermeiden. Und werde gucken, was ich für Items finde. Und dann sehen wir uns bei einer Kastanie wieder. Kurze Fähigkeit erklärt, ermöglicht es allen Teammitgliedern in Gängen ein Feld vorzupretschen, um anzugreifen, wenn sie nicht an der Spitze des Teams stehen. Danach kehren sie an ihre ursprüngliche Position zurück. Das Talent vorpretschen hat hier so einen Blutzug, was jetzt mitkommen möchte. Aha, okay. Monsterräume. Monsterräume sind quadratische Räume, in denen viele Gegner erscheinen. Da sie zudem mit Fallen gespickt sind, ist dort äußerste Vorsicht geboten. Wenn du einen Monsterraum befindest, solltest du Ruhe bewahren und dir überlegen, ob du nicht lieber sofort wieder heimkehrst. Aber ich habe gerade hier eine Kastanie. Ach du Heilige. Du Heilige. Ich muss doch Kastanie. Daher, die will ich haben und dann verlasse ich den Dungeon. So. Dungeon verlassen. Nee, warte, nicht angenommen. Ja, hier, sonstiges. Aufgeben? Kann ich hier nicht sagen, Dungeon verlassen? Kann ich nicht, shit. Dann müssen wir raus hier. Oder zur Treppe nach unten. Folgendermaßen. Ich werde mal Taktik ändern. Flieh vor Gegnern. Flieh vor Gegnern. Und alle anderen auch. Flieh vor Gegnern. Bedeutet, die müssen jetzt fliehen. Ich nutze eine Runde und setze und erlerne die Attacke Surfer ein. Die Attacke Surfer erlerne ich. Dann kann ich alle hier in diesem Raum schaden. Allerdings das Problem ist, Pika und das Planers sind halt hier noch hier. Planers wollte eben da oben mitkommen, daher ist Plan das jetzt hier. So, ja, Tackle raus, habe ich mir so überlegt. Und wir sind tot. Shit. Oh nein. Nein! Wir dürfen jetzt nicht sterben. Pika und Virus müssen hier raus. Mist, dann sterben halt die anderen Pokémon. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Sehr schön, Leute, sehr schön. Ich muss hier raus. Oder ich muss zur Treppe, besser gesagt. Ich muss zur Treppe. Ganz schnell. Virus flüchtet auch. Virus ist so gesehen die letzte Hoffnung, falls Pika stirbt. Ach du Halle. Ja, Virus, gib mir bitte eine Zinebeere. Wunderbar, wunderbar. Ach du Heilige, ach du Heilige, ach du Heilige. Unsere Pokémon machen das ist ja so gut, muss ich sagen. Ich glaube, ich muss Pika erstmal ein bisschen angreifen. Den Weg bei Freibahnen. Und zwar, wir setzen Elektroball ein. Schade, dass wir gerade gestorben sind. Ach du Heilige, ach du Heilige. Haben wir noch eine Zinebeere? Wenn ja, kann die Virus hier einsetzen für uns. Scheiße, wir haben keine mehr. Pika ist tot. Pika wird jetzt sowas von sterben. Altkraftorb, was macht das? Angriff und... Ah, Sogorb, auch nicht. Die haben leider auch nichts an guten Orbs oder so. Haben wir noch einen Mini-Belebersamen dabei? Nein, sonst wäre ich ja auch wieder belebt worden. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Das kam jetzt unerwartet. Wir sind tot. Jetzt ist nur noch Virus die letzte Hoffnung.
Virus ist jetzt die letzte Hoffnung und wir werden von Pokémon verfolgt. Oh nein, da kommt jetzt ein anderes Pokémon. Ach du Heilige, das macht extrem viel Schaden! Wenn du in einem Dungeon-Kampf unfähig warst, kannst du um Hilfe bitten. Wenn du gerettet, kannst du das Abenteuer dort wieder aufnehmen, wo du kampfunfähig wurdest, ohne Items, Geld oder die Pokémon, mit denen du das Abenteuer gemeinsam bestritten hast, zu verlieren. Möchtest du jemanden um Hilfe bitten? Ja, wir werden an dieser Stelle einen Cut setzen und vielleicht kommt irgendwer zur Hilfe und kann uns hier helfen. Das wäre super. Ich brauche die Items halt wieder. Bedeutet, wir müssen jetzt auf Hilfe warten. Wenn du einen Mitstreiter retten möchtest, der in einen Dungeon-Kampf unfähig wurde, dann wähle im Start eine Freundrettung aus und begib dich zur Pillepuppe. Ah, wir können auch mit einem anderen Team dahin. Ich mache das mal. So, ich bezahle jetzt 800 Poké-Dollar für die Rettung. Ihr seht zwar die ID, aber jetzt, wenn der Part rauskommt, ist sowieso der Rettungsauftrag dahin. Also, dann hat uns jemand bestimmt schon gerettet. Und ja, dann müssen wir jetzt warten. Bedeutet, ich mache einen Cut. Und dann sehen wir uns dann wieder. Ich dachte, ich kann mit einem eigenen Team dahin oder so. Aber kann ich leider nicht. Ich habe mich getäuscht. Man kann doch noch mit einem eigenen Team da aufbrechen. Ich habe mir jetzt ein Team zusammengestellt für die Rettungsmission. Und jetzt gebe ich noch ein paar Items, so ihr seht. Es sind ja nur ein paar wenige Ebenen. Und wir haben sowieso nicht so viel. Also von daher, dann brechen wir mit diesem Team jetzt auf. Achso, da Items und Geld. Items verwalten, so. Items lagern, entnehmen. Warte mal, gucken. So, ich breche jetzt auf. Wir machen das jetzt mal gemeinsam. Weil es jetzt auch mit einem anderen Team ist. Wenn du über die Pillepuppe zu einem Abenteuer aufbrichst und kampfunfähig warst, kannst du nicht gerettet werden. Möchtest du es trotzdem auf? Ja, wir versuchen es. Wir versuchen es. Es sind starke Pokémon. Ich habe so gesehen versucht, das stärkste Team aus dem anderen Pokémon, die wir haben, zu machen. Oh, hier gibt es sogar dann einen Laden. Nice. Okay, da ist erstmal ein Plan. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Dieses Plan hast du jetzt schon. Ruckzuckieb. Da machen wir schon mal ordentlich Schaden. Verfehlt? Nein! Ey, das ist doch dieses Planers. Ich habe ein Glück noch einen Mini-Belebersamen eingesteckt. Den ich eigentlich mit dieser Etage dann nehmen wollte. Mann! Wir haben keine Cinebeere. Ich hatte halt auch im Lager keine mehr. Planers? Knock, knock. Was machst du da? Warum gehst du zu diesem Blutzug? Dann muss ich mich jetzt hier mal schützend hinstellen. Verfolgung mal. Macht sehr, sehr viel Schaden. Sehr schön. Okay. Gehen wir nach rechts. Da sind ein paar Items. Jedes Item ist hier ganz wichtig, was wir bekommen. Geld, Geld. Ah, kann ich nicht gebrauchen. Aber ist nicht so schlimm. Komm, hier jetzt eine Verfolgung. Ab so ist halt noch das stärkste Teammitglied, was wir generell hier kriegen können. Citrobeer. Oh, nice. So, hier herum. Ja, genau. Wir nehmen auch ruhig mal einen Apfel mal mit. Haben wir überhaupt so viel Geld? Wie viel Geld haben wir denn eigentlich? Fähigkeitensperr, ob. Aber wir haben nicht so viel Geld. Also, warte, wie viel macht der? Weil wie viel? Na gut, das brauchen wir jetzt an sich auch nicht. Was ist das da oben nochmal für ein Orb? Eilkraft-Orb. Nehme ich mal mit. Kann ich gut gebrauchen. Und das hier noch. So. Nun, ich bleibe mal hier, weil da kommt ein Pokémon. Härtner, Verteidigung ist gestiegen. Ist nicht so schlimm. Mal angreifen, zack. Ja gut, macht halt jetzt weniger Schaden durch Härtner. Aber gut, ist vorbei. Mal kurz bezahlen und dann geht es weiter. Hier steht gleich ein Pokémon. Aber hier ist die Treppe. Ich gehe mal eins weiter, damit wir mit mehreren angreifen können. Angriff ist gestiegen, nicht gut. Hier mal Schlitzer. Oh, sehr schön, sehr schön. U2. Da oben links ist ein Pokémon. Wir gehen aber erstmal weiter. Wir kriegen das hin noch. Erstmal hier weiter zu gehen. So, jetzt müssen wir angreifen. Geh da raus. Geh da weg. Ein Glück macht er nur Erdner. Ein Glück macht er nur Erdner. Und er ist besiegt.
Oh, es ist doch schon sehr, sehr spannend jetzt. Es ist extrem spannend, so Schlitzer. Fe Attacke ist fehlgeschlagen, ich kann nicht um die Ecke. Attacke ist auch fehlgeschlagen bei ihm, sehr schön. Man kann halt da nicht um die Ecke, das ist das Gute. Oder halt doch, okay. Oh, ich muss ihn schnell besiegen. Okay, gut. Weil Klingensturm hatte vorhin schon Pokémon gemacht und da sind wir beinahe alle gestorben. Oh, diese Blanasse, die regen mich auf. So, gehen wir mal hier hin. Genau. Sehr schön. Und nochmal Schlitzer. Volltreffer. Down. Nach oben. Da gibt es noch ein anderes Item. Ein kleiner Apfel. Na, immerhin etwas. Etwas Gutes zu sehen. Gut, machen wir Biss. Volltreffer, sehr schön. Kann ja auch zurückschrecken. Unter bestimmten Bedingungen. Sagen wir es mal so. So, jetzt hier mal Ruckzuckhieb, Tempohieb. Und besiegt ist es. Jetzt sind wir, glaube ich, schon auf der Ebene. Oder? War das U3 oder U4? Bin mir da nicht sicher. Du hast die Ebene erreicht, auf der sich das Kampf für die Pokémon aufhält. Ja, das sind wir. Das sind wir. Und hier ist nochmal eine Kastanie. Die nehmen wir gleich mal mit. Natürlich kann sein, dass dieser Monsterraum hier wieder ist, aber ich möchte bitte nicht nochmal einen Monsterraum. Das war so. Puh. Hatten wir halt noch nie und beim nächsten Mal weiß ich, abhauen. Und auf Glück hoffen, dass wir das dann überleben. So. Dann bis. Starre Spormaste. Finde ich jetzt nicht so toll. Aber es ist besiegt, na mein. Ach, da unten ist noch ein Pokémon, na toll. Aber es besiegt ein Glück. So, kann man meine Paralyse aufhören? Gut. Und da ist Virus. Ah, Rettung abgeschlossen. Ein Glück. Gut, dann brauchen wir doch nämlich nicht warten. Finde ich sehr, sehr gut. Und Rius hat den Dungeon verlassen. Wir wollen jetzt auch den Dungeon verlassen. Und wir haben auch eine Kastanie eben eingesammelt. Und vielleicht ist die andere Kastanie auch noch mit dabei. Ja. Abgeschlossen der Dungeon. Oh, wenn das nicht Team Rescue DX ist. Na, wie geht's? Du hast tatsächlich dein eigenes Team gerettet? Das Geld und die Items, die in der Pilipperpost untergebracht waren, wurden an die Sne Ah, okay. Das, was ich als Geld eine Belohnung ausgesteckt habe. Gut. So, das Geld, das wir. Ja, genau. Das ist wieder auf dem Konto. Und Auftrag wurde gelöscht. Sehr, sehr schön. Und nun können wir weitermachen. Boah, war das ein Tag, ey. Bitte nicht wieder in dieser Monsterfalle. Virus wurde wiederbelebt. Ja, ich möchte sofort den Dungeon verlassen. Ja, möchte ich. Mann, oh Mann. Oh, sogar die anderen beiden Pokémon sind sogar noch da. Ja, moin. Kein Rettungsauftrag, aber hier Blutzuck gibt uns nochmal ein bisschen Geld. Sehr schön. Und Blanas kann mitkommen. Den haben wir noch gar nicht im Camp. Ja, nice. Dann suchen wir ja noch kurz einen Spitznamen für ihn auf. Aus. Folgendes. Wir haben ja an sich schon die Vorentwicklung in den Camps. Und das haben wir Tengu genannt, nach unserem Tengulis aus Pokémon Perl. Und wir haben jetzt so den Tengu und dann dachte ich, ja gut, von Tengulis noch vielleicht das Liss hinten dran. An sich war es nicht meine Absicht, von der Entwicklungsreihe gleich zwei verschiedene Pokémon da zu haben, aber gut, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich denke, das reicht für heute. Lass uns jetzt Feierabend machen. Also bis morgen dann. Joa. Und dann am nächsten Morgen geht's dann hier weiter. Wir machen jetzt hier auch direkt weiter, weil es ist natürlich noch nicht die Zeit rum. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang der Part inzwischen ist, weil das ist ein chaotischer Part. Hatte ich noch nie jetzt hier, aber ja gut. Guten Morgen, Dennis. Bringen wir den Mankey eine geschälte Kastanie. Kastanien gibt es im Tumultwald. Ja, weiß ich. Wie viel haben wir denn jetzt hier überhaupt? Da, eine. Und ich glaube, im Lager auch noch eine. Mal gucken. Und habt ihr uns eine geschälte Kastanie gebracht? Oh, eine Kastanie. Wir wollen eine geschälte Kastanie. Los, gib sie her. Wir werden dann auch ganz hart arbeiten. So, hier. Oh, eine geschälte Kastanie. Also los, ihr Faulpelze, packen wir es an. Was steht ihr denn da so rum? Na los, kommt endlich in die Gänge.
Wir werden die Basis im Handumdrehen renoviert haben. Wir schleppen das Baumaterial her und modeln ruckzuck das Gebäude um. Wir sind nämlich von der schnellen Sorte, da wird nicht lange gefackelt. Ja, haben sie beim letzten Mal auch gesagt. Und so setzten die Mankey nach dem Verzehr einer weiteren geschälten Kastanie die Renovierungsarbeiten an der Basis voller Tatendrang fort. Bald schon näherten sich die Bauarbeiten an der Basis ihrem Ende. Aber sind immer noch nicht fertig. Na toll. Dann, es ist ja eh ein neuer Tag. Ich guck mal generell mal so ein bisschen herum. Und es war im Lager tatsächlich noch die Kastanie aus dem anderen Retterteam. Und nun geht es hier mit euch weiter. Und habt ihr uns eine geschichte Kastanieheber? Ja, wir kennen es ja schon. Diesmal überspringe ich das, weil wir das ja hier auch schon generell mehrmals gehört haben. Und ja, ihr packt es an, ihr steht so herum. Es ist derselbe Text, daher überspringe ich das jetzt. Und ich hoffe mal, dass es endlich mal fertig ist, das Haus. Und so setzten die Mankey nach dem Verzehr einer weiteren Geschichte, ja, das alles fort. Und endlich war die Basis fertig. Ja, nice. Ja, nice sieht die aus. Endlich. Endlich ist der Tag gekommen. Dennis, endlich ist es vollbracht. Die Basis von Team Rescue DX. Wow, total cool. War schon zu cool, um wahr zu sein. Die Ähnlichkeit des Designs mit dir setzt den ganzen Sahnehäubchen drauf. Wir haben alle sehr hart dran gearbeitet. Es war wirklich anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Genau! Ich danke euch allen. Hört mal, ich möchte euch was fragen. Jetzt, wo die Retterteam-Basis fertig ist, bedeutet das dann, dass wir keine geschälten Kastanien mehr bekommen? Ihr stellt sich vielleicht Fragen. Das liegt auf der Hand, oder? Schließlich muss ja jetzt nicht mehr an der Basis herumgebaut werden. Vielen Dank für alles, liebe Mankey. Massenraserei! Nein, was ist denn jetzt kaputt? Nein, ihr macht das jetzt nicht kaputt, oder wie? Nein! Ey, tickt ihr noch ganz sauber? Hört auf damit! Mit vereinten Kräften gelang es, die wild gewordenen Mankey zu stoppen und die Basis vor größerem Schaden zu bewahren. Die Mankey schlugen nach dem Erhalt weiter Kastanien mildere Töne an und kehrten rasch in den Wald zurück. Und so geschah es, dass die chaotische Renovierung der Basis doch noch ein versöhnliches Ende nahm. Am nächsten Morgen dann. Oh, sieht das schön aus. Sieht das schön aus. Gehen wir gleich mal raus. Morgen, Dennis. Ach, am nächsten Tag sieht die Basis immer noch so genial aus wie tags dort zuvor. Sie wirkt sich auch auf die Stimmung aus. Irgendwie bin ich so richtig beschwingt. Hängen wir uns auch heute wieder richtig rein in unsere Arbeit als Retterteam. Das machen wir. Bedeutet, wir werden weitere Aufträge erfüllen. Und dementsprechend machen wir das auch. Und ich freue mich drauf. So, was haben wir denn hier für verschiedene Aufträge? Wirklich sehr verschiedene. Pro Dungeon ein Auftrag zu sehen. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, da ja sowas höchstens U5 mäßig ist. Vielleicht hier ein Feuerberg oder Donnerberg. Was kriegt man da? Schlafsamen und hier ein Top-Elixier. Finde das alte modische Brille. Das wäre möglich. Oder hier bring mich zu Bonita. Ich würde eher Donnerberg dann sagen. Oder warte, hat beides eh. Na gut, dann nehmen wir diesen Auftrag und machen den auch. Und dieses Mal bitte keine. Ah, der Dungeon Illusionshöhle kann nun ja knüpfen werden. Interessant. Angeblich gibt es einen sonderbaren Dungeon, der nur sehr selten auftaucht. Manche behaupten, es handelt sich dabei lediglich um eine Illusion. Das heißt, man könne dort viele praktische Items für Abenteuer finden. Okay. Aber wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich hoffe mal, der ist beim nächsten Mal auch noch da. Dann werden wir den beim nächsten Mal uns angucken. Sonst irgendwann. So, wieder mit unserem normalen Team. Und was ich sagen wollte. Ich hoffe mal, dass wir dieses Mal keinen Monsterraum finden. Wenn doch, dann haben wir ordentlich gelitten. Aber jetzt haben wir Surfer. Das ist das Gute daran. Mit Surfer können wir auch ordentlich was machen. Und hier war gleich eine Sprengfalle. Ja, moin. Denn wenn ich hier in einen Raum betrete. Ja gut, jetzt ist hier kein Pokémon, aber oh, nice, eine Cinebeere.
Wenn ich den Raum betrete und da schon Pokémon drinne sind. Oh, da kommt. Hilfe, 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 Hilfe. Ah, wisst ihr was? Die Taktik ist ja noch falsch. Die Taktik muss ich umändern. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Weil jetzt macht die das schon für sich selber, so gesehen. Und das ist natürlich überhaupt nicht gewollt. Und das ist hier, wir sind ein... Okay, gut. Dann, let's go. Und gegen Tuska kann ich halt kaum was machen. Das ist das Problem. Oder relativ wenig. Ja gut, 14 KP Schaden. Das geht eigentlich noch. Gut, wir sind ja schon längst hier gewesen. Bedeutet, dass die Pokémon hier jetzt auch nicht mehr ganz so stark sind. So, machen wir mal Schlammbombe. Das ist sehr effektiv. Ah, schade. Silberblick kannst du gerne machen. Nochmal Schlammbombe. So. Dann wollen wir mal weitergehen. Gehen wir mal nach unten. Weil nach unten sind noch zwei Items. Oder vielleicht auch die Treppe. Oder beides. Wäre natürlich beides toll. Gehen wir mal nach links. So. Auch schön. Schön. Das gefällt mir doch. Dann nochmal nach unten. Jetzt sind wir in einem Raum mit einem Pokémon. Jetzt will ich mal Surfer an sich ausprobieren. Trifft ja alle Pokémon im Raum, oder? Nein! Im Raum! Das ist doch nicht der Raum, das ist der Gang! Sorry! Nee, Item jetzt mal nicht verwenden. Doch, vielleicht doch, da kommt ein Tuska. Da kommt ein Tuska. Ich möchte jetzt hier nicht Virus verlieren. Ja, moin, das war jetzt mehr als Fail. Ah, wir haben ja ein Glück, zwei Zinebären. Hier für Virus, mal kurz. Es tut mir so leid. Es hieß im Raum. Und nicht Etage oder so. So, Pika muss sich jetzt auch mal kurz ausruhen, da ja. Ich guck mir nochmal die Attackeninfo an. Also, warte, das ist Virus. Da sind wir. Gesamter Raum? Ziehe alle Reichweite gesamter Raum, alle Pokémon bis auf Anwender. Im Raum. Verstehe ich jetzt nicht. Die waren noch im Gang. Für mich ist das kein Raum mehr. Naja, Chaos haben wir noch aufgesammelt. Und hier mal mit einer Schlammbombe weiter. Ah, da merkt man auch, dass die Pokémon relativ einfach sind. Die sind schnell besiegt. Sehr, sehr schön. Level 21 für Virus. Ja, nice. Und hier ist auch die Treppe und ein Apfel. Ja, ist auch ganz gut. Sowieso sind hier keine Pokémon mehr, keine Willen auf dieser Ebene. Und dann geht es auf Etage 2 weiter. Oh, hier befindet sich ein Kampf und Fies Subot gleich im selben Raum. Und auch die Treppe dazu. Ja, nice. Okay, es ist verwirrt. Sehr schön. Ja, Silberblick kannst du gerne nach unten machen. Ist mir egal. So. Da oben ist noch ein Trainingsschalter. Da oben kümmern sich die anderen beiden. Wir geben Zubat erstmal einen Apfel. So, für dich hier, Zubat. Und... ja, wir haben leider nicht die Echo-Höhle, aber du kannst trotzdem erstmal mitkommen. Autoheilkraft. Erhöht bei Anti-Mitgliedern die Geschwindigkeit, mit der sich ihre KP von selbst regenerieren. Ja, nice. Das klingt doch ganz gut. Und ja, jetzt kommen hier lauter wilde Pokémon, daher gehen wir gleich mal weiter. So, E3. E4 ist unser Ziel. Super, du kannst ruhig mal da bleiben, weil die Attacke ist ja sehr effektiv, die du da hast. Oh, sehr schön. Oh, eine schöne Box. Hübsche Box, um genau zu sein. Also, so ähnlich. Also, schöne Box, hübsche Box, kann man beides sozusagen, denke ich mal. So, hier mal einen Girok-Bocken werfen. Du bist nämlich noch ein bisschen weiter entfernt. So, und hier Schlammbombe ist... Volltreffer und sehr aktiv. Und dann ist hier die Treppe. Allerdings ist da unten noch ein Item. Also das Item will ich zumindest haben. Bisschen Geld. Ah, gibt es mehr Geld hier? Okay. Nochmal eine Box. Und hier kommen noch ein paar Pokémon. Ich gehe mal gleich mit nach unten. Oh, sehr schön. Ja, ihr kriegt das hier schon gut hin. Ich mache jetzt noch die Schlammbombe dazu. Und es ist besiegt. Und hier ist noch eine Luxusbox. Ja, nice. Gut, dann sind wir jetzt auf der Ebene, wo dieses Item sein soll. Die modische Brille. Gut. Das kriegen wir easy hin. Jetzt mal siehde was. Aber mit Servers finde ich jetzt ein bisschen Betrug. Kann ich halt dementsprechend nicht gleich immer einsetzen. Da muss ich mal gucken, wie Server dann wirklich mal funktioniert.
Oder wenn man halt alleine ist oder wirklich mal allein unterwegs. Kastanienfalle, ja moin. Da kommt noch ein Tusker. Kümmert euch mal drum, bitte. Ah, Hypnose, ja moin. Ist natürlich auch nice, Hypnose zu haben. Okay. Ja, sie haben es bekommen. Sehr schön. Hier ist die modische Brille. Das heißt, Auftrag ist abgeschlossen. Wunderbar. Und dann können wir auch gleich den Dungeon verlassen. Hier gibt es ja nichts mehr. Subot und hier Dings können ja nicht mitkommen. Die eigentlich mitkommen wollten. Regenbogengummi und DX-Gummi. So. Kangama-Lager. Hier Zubat, genau. Es hinterlässt uns 344 und Damirplex hinterlässt uns 180. Das passt ja beides. Wunderbar, gefällt mir. Und dann haben wir jetzt hier so noch einen Auftrag erledigt. Vielen Dank, dass du mir die modische Brille gebracht hast. Hier bitte deine Belohnung. Top-Elixier. Ha, nicht ganz so viele Retterpunkte dieses Mal, aber muss ja auch nicht unbedingt sein. Hilft uns trotzdem ein Stückchen weiter. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Ich denke, das reicht für heute. Lass uns jetzt Feierabend machen. Also bis morgen dann. Jo, bis morgen dann. Am nächsten Morgen geht's dann weiter. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und bye bye. Und sorry für den chaotischen Part.